Guten Tag, mein Name ist Denise Tonella, ich bin Kuratorin hier im Landesmuseum und heute zeige ich Ihnen eines meiner Lieblingsobjekte. Sie sehen es hinter mir, es ist mehrere Meter breit, mehrere Meter hoch und es handelt sich um ein Gobelin aus der Manufaktur von Versailles, also ein Wandteppich mit einer sehr wichtigen Szene. Sie sehen hier die Erneuerung einer Soldallianz, eines Vertrags zwischen der Eidgenossenschaft und Frankreich. Und es gibt ganz viele Details auf diesem Wandteppich, die ich Ihnen zeigen möchte und dafür gehen wir jetzt ein bisschen näher. Wir sind im Jahr 1663. Die Szene, die Sie sehen hinter mir, spielt in der Kathedrale von Notre-Dame in Paris. In der Mitte, in Rot, sehen Sie den Kardinal Antonio Barberini. Er war einer der wichtigsten Kleriker in Paris damals. Und an seiner linken Seite, also rechts von uns ausgesehen, sehen Sie einen jungen Mann mit rotem Hut, also mit Straußfedern. Das ist der König von Frankreich, Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Damals war er 25-jährig. Ihm gegenüber steht Johann Heinrich Waser, der Bürgermeister von Zürich. Und hinter ihm sind alle anderen Vertreter der eidgenössischen Orte, die jetzt alle in Paris sind, um einen Vertrag mit Frankreich zu erneuern. Und in diesem Vertrag geht es um Söldner. Die Eidgenossenschaft gibt dem König von Frankreich permanent 16.000 Söldner für seine Kriege, für seine Schlachten. Und im Gegenzug bekommt die Schweiz Geld und zum Teil auf Messen in Frankreich zum Beispiel kann die Eidgenossenschaft Getreide billiger einkaufen. Die einzige Person auf diesem Gobelin, der einen Hut trägt und nicht geistlich ist, ist der König von Frankreich. Sie sehen, Johann Heinrich Waser hat seinen Hut in der linken Hand und so auch die Delegierten, also die Gesandten der Eidgenossenschaft hinter ihm. Und es gab große Diskussionen im Vorfeld. Wir haben eben die Protokolle dieses Treffens sowohl auf der eidgenössischen als auch auf der französischen Seite. Und da ist auch die Rede eines Streits oder einer Auseinandersetzung darüber, ob die Eidgenossen den Hut tragen dürfen vor dem König oder eben nicht. Und der Ludwig XIV. Entscheidet, nein, er will der Einzige sein, der einen Hut trägt. Das zeigt er hier, das lässt er hier natürlich ganz klar darstellen. Und es ist interessant, weil das zeigt eigentlich, dass er die Eidgenossen nicht so gesehen hat, als ob sie wirklich auf seiner gleichen Höhe gewesen wären. Und das war auch ein Problem eigentlich vieler Herrscher in Europa. Die wussten zum Teil nicht ganz genau, mit wem sie reden sollten, wenn sie mit der Eidgenossenschaft in Kontakt treten wollten. Denn wir hatten keinen König, keinen Kaiser. Und es war tatsächlich so, man musste mit allen Gesandten oder mit allen Vertretern der alten Orte sprechen. Es gibt noch weitere wichtige Details. Die Leute in Versailles waren empört, als die Schweizer Delegation angekommen ist. Die hatten das Gefühl, diese Leute haben keine Ahnung, wie sie sich kleiden sollen. Und sie sehen es eigentlich gut auf dem Bild. Also hier sieht man Mitglieder des hohen Adels von Versailles. Und wir reden hier vom Barock. Also das ist die Zeit, in der man wirklich am meisten versucht hat, Pracht und Prunk zu zeigen. Und der König Ludwig XIV. Gilt wirklich auch als eine Art Trendsetter von Europa damals. Er hat wirklich versucht, auch in der Mode Dinge durchzusetzen. Und die Adligen hier tragen Seidenmäntel, die sind dekoriert mit Goldfäden und Silberfäden. Und die Schweizer Delegation, also die Männer der Schweizer Delegation, die sind schwarz gekleidet. Und man muss aber hier aufpassen, es hat nicht damit zu tun, dass die Eidgenossen nicht wussten, was Mode bedeutet oder auch keinen Geschmack hatten. Nein, es hatte vor allem auch bei den reformierten Kantonen mit den sogenannten Sittenmandaten zu tun. Also dort stand unter anderem oder war geregelt unter anderem, wie man sich kleiden
darf, in welcher Funktion. Und ganz wichtig war, man durfte kein Reichtum durch die Kleidung zeigen. Und es ist ganz klar, dass hier zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Die katholische barocke Welt von Versailles und die teilweise reformierte Welt der Eidgenossenschaft. Auf dem ganzen Bild sind ungefähr 150 Figuren zu sehen. Wie es so ist, für diese Zeit sind die meisten Figuren Männer. Aber es gibt doch auch ein paar Frauen und drei davon konnte man identifizieren. Sie sind oben rechts im Bild zu sehen. Es handelt sich einerseits um die Frau des Königs, also um die Königin von Frankreich, dann um die Mutter des Königs und um die Schwägerin des Königs. Die Schwägerin war die Frau des Herzogs von Orléans. Das war der Bruder von Ludwig XIV. Und ihn sieht man sehr gut da vorne als erster Adliger sozusagen neben dem König. Auf der ganz anderen Seite des Teppichs, ganz links, sieht man aber doch einen Schweizer, der sehr, sehr schön und reich und prunkvoll angezogen ist. Es handelt sich um einen Gardisten. Der König von Frankreich, genauso wie der Papst in Rom, hatte auch eine private Garde und das waren auch Schweizer Söldner. Und diese Gardisten des Königs, die waren dann natürlich entsprechend der Mode von Versailles angezogen. Die Serie L'Histoire du Roi ist mehrmals gefertigt worden, also insgesamt 7-mal. Und dieses Gobelin in der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums gehört zur vierten Serie. Und dieses Exemplar wurde am Ende des 19. Jahrhunderts bei einer Auktion in Paris vom Direktor des Landesmuseums gekauft für 88.000 Franken damals. Von den 7 hergestellten Exemplaren gibt es noch 3. Und neben dem Exemplar, das Sie hier sehen, gibt es noch eine weitere Kopie in der Schweizer Botschaft in Paris und eine Kopie selbstverständlich in Versailles. Ich lade Sie ganz herzlich einmal zu uns ins Museum zu kommen und dieses Kunstwerk wirklich dann selber zu bewundern, direkt vor Ort. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen.